Freunde, wer hätte gedacht, dass wir jetzt schon dabei sind, Ganondorf zu besiegen. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Sehr schön, dass ihr wieder einschaltet. Eine Stromleitung muss noch gekappt werden. Hui! Und zwar die des Lichtes. Und dann ist die Subwoofer-Anlage des Geschichtenerzählers erledigt. Und er wird seine Geschichte zumindest nicht mehr in alle Welt hinaus posaunen können. Okay, nicht mal mit roher Gewalt kann man die Anlage kaputt machen. Das ist kein Problem. Ist kein Problem. So, was war da jetzt nochmal hier überhaupt los? Oh, okay. Wow. Wow, okay. So, anscheinend nicht viel. Anscheinend wirklich nicht viel. So, warte, wart jetzt? Okay, also ich weiß auf jeden Fall, dass wir die letzten zwei Schlüssel brauchen werden. Also ich dachte irgendwie, das ist hier ein bisschen übler. Oh. Okay. Wartet mal, das ist doch verdächtig. Ich spiele einfach mal die Mucke, ne? Verdächtig hin oder her. Was soll's? Was ist los? Ey, das... Ganondorf, ja? Hat ein Zeichen der göttlichen Familie in seiner Bassanlage eingebaut. Wieso? Egal. Ah ja, ich glaube, hier wird es mal schön verarscht hier, weil, hier ist tatsächlich kein Schlüssel drinne. Voll gemein. Naja. Aber wir haben ja genug. So... Oh mein Gott. Okay, der Raum. War der jetzt irgendwie besonders doof oder war der cool? Oh, na toll. Hey, hier rollt bloß ein Stein rum. Das ist doch gut, oder? So, okay. Wow, warte. Was? Ich habe Feuer gehört. Okay, wartet mal. Warum habe ich gerade Feuer gehört? Aua, Mensch, du Scheißding. Okay, Moment. Wie kriegt ihr Ding jetzt da oben weg? Warte mal, mit Krabbelminen. Warte mal. Müsste nicht die Krabbelmine da genau hinsausen? Wartet mal. Hoppala. Mensch, nicht so schnell. So. Let's go! Was? Was zum... Was ist mit den Krabbelminen los? Ich weiß ja auch nicht, Mann. Ich müsste irgendwie die Bombe da hochwerfen können. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Warte mal, ich weiß, glaube ich, wie das gehen würde. Erstmal... Hups! Oh Mann, wie knapp! Warum? Warte mal, ich muss einfach ganz lange warten. Geht doch. Okay. Und jetzt kann ich mich da oben ranziehen und dann gucke ich mal nach. Weil, was habe ich gerade gesehen? Hier ist Feuer am Rand? Wow. Hier auch? Jo. Okay, schnell, 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 schnell. Aua. Ja, genau, drehe ich mal andere Seite rum. So. Okay. Ich brauche einfach nur den zweiten Schlüssel. Was ist hier sonst so drinne? Oh, ein Herz. Warum nicht? Ja. Herzchen. So, was ist auf der anderen Seite? Alles angucken. Wow. Noch ein Herzchen. Na klar, nehme ich doch gerne mit hier. So, sonst ist hier nichts. Okay. Aber das war doch auch tatsächlich... Alter, die Kamera. Das war doch auch tatsächlich schon der Raum, ne? Okay. Na dann. Auf zum Siegel. Das Siegel ist nicht da, Leute. Aber wir wissen alle Bescheid, ne? Wir wissen alle Bescheid. Guck mal hier. Hey, wartet mal, ihr sollt doch durchkommen können. Na toll. Wieso ist überhaupt eine Spinne? Eine ganz normale. Tja, Leute, hier ist ein ganz fieser Trick. Ganz gemein. Die Spinne ist wohl so ein kleiner Hinweis, dass man, ja, sich mal die Fackeln hier genauer angucken sollte. Denn in einer dieser Fackeln, genau auf der anderen Seite, ist nämlich, ja, man sieht es nicht so sonderlich gut, wenn man nicht darauf achtet, ne, ein Schalter. Ja, yeah, so ein typischer Kristallschalter, die sich schon öfter überall versteckt hatten. Und dann können wir hier durch. So, und das war's. Na toll, Digga. Hätte ich mir echt schwerer vorgestellt, aber na gut. Na gut. So, let's go. Das letzte Siegel. Sehr gut. Du hast es geschafft, Marcel. Ey, wenn du von unten guckst, sieht mein Doppelkinn noch schlimmer aus. Kennt ihr das dafür? Yeah! Perfekt. Die fette Anlage hat keinen Saft mehr. Sehr gut. So, ich werde mir jetzt noch schnell zwei Feen auffüllen. Ganz, ganz schnell. Ja, so, damit wir auch Bescheid wissen, ob alles geklappt oder so. Warum denn nicht, ne? Dam, bam, 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 bam. So, ganz schnell hier noch ein paar Feen hier. Nehme ich mit hier. Guck hier.
Oh, erstmal füllt mich eine wieder auf. Ist doch cool. So. So, ich glaube nämlich, dass sogar, Gandorf mich immer noch mit einem Schlag killt. Glaube ich sogar. Durch seine, jetzt habe ich die euren Botten mir angezogen. Durch seine, Sutra. Durch seine ollen Lichtbälle. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die mir drei Herzen abziehen. Vor allem drei weiße Herzen, das weiß ich nicht genau. Drei weiß umrandete Herzen. Aber mir war halt so, bin ich richtig? Ja. Jetzt geht's aber los, Leute. Und das war, glaube ich, alles, was hier quasi Master Quest-mäßig ist, die ganzen kleinen Kammern. Denn ab jetzt ist wieder alles normal. Wie auch im Original, dieser letzte Turm hier, den man hinaufgeht, sollte so sein wie früher. Außer natürlich, dass er gespiegelt ist, ne? Ist ja klar. Sieht aus, als könnte nur Ruhe sein, aber nee. Alter, die Mucke, ey. So, ich renne einfach vorbei. Die schöne Musik, ey. Aua. Toll. Oh, shit. Was wollt ihr denn? Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, Instant Kill und Instant Kill. Das ging schnell. Dem Vigoron Sword sei Dank, ne? Aber wie geil das hier jetzt aussieht, oder? Da muss man ja echt auch mal würdigen. In 3D, also in dem Remake, sieht es echt cool aus. Und ist irgendwie mal was anderes, das hier gespiegelt zu machen. Oh, man ist halt schon so sehr gewohnt, ne? So. Oh mein Gott. Was wollt ihr denn? Tötet ihr mich immer noch instant? Wow. Wow, wow, wow. Hä? Na, das kommt schon, Springkumpel. Nee, nee. Wow. Wow, wow. Da brauchst du uns zu lachen. Na, komm schon. Alter. Okay, wo ist der andere? Oh Gott, was macht der da hinten? So. Komm her. Wow. Na. Oh, schöne Dreier-Kombo. So, und hier haben wir den letzten Master Key des Spiels. Boah, geil, krass aus. Es ist der Master Key. So. Oh, Leute, wir sind bald da. Bald da, es wird immer lauter. Das fand ich so cool. Also die Musik von oben, ne, wird immer lauter. So, okay, wisst ihr was? Damit es einfach schön schnell geht und safe. Oh, yeah! Nairus Umarmung. Warum nicht? So. Okay. Wow. Ja, ja, komm her. So, schon kaputt. So. So, alles klar. Nächster bitte. Wow. Wäre eigentlich die letzte Chance auszuprobieren, ob die mich instant killen, ne? Aber ist mir egal. So. So, ich glaube aber ja. Ich glaube, ihr habt mir erzählt, dass die mich trotzdem noch instant killen. Obwohl ich jetzt die Hälfte Damage kriege. Also zumindest hier in Master Quest. Glaube ich, aber ist egal. So, Leute. Die letzte Master-Schlüsseltür. Aber hier erwartet er uns noch nicht. Er erwartet uns da oben. Und wir können da noch hin. Aber erstmal versuche ich nochmal ein bisschen mich aufzufüllen. Nairus Umarmung lässt auch gerade nach. So, was gibt's hier noch alles? Gibt's hier noch ein bisschen Mana? Sehr gut. Hoffe ich mal. So, Pfeile ist okay. So, Leute. Seid ihr bereit, die Geschichte zu erfahren? Also, er wird sie gegen uns einsetzen, aber das kann er vergessen. So. Okay. Alles kaputt. So, alles voll. Sehr schön. Aber natürlich wird er keine Chance haben. Er wird relativ schnell down gehen. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Alter, wie der Raum hier aussieht. Ey, diese ein. Was zum. Sind das Gerudo-Zeichen eigentlich? Das könnten Gerudo-Zeichen sein, ne? Okay, es ist so episch, dieser letzte Gang. Ah, Leute. Seid ihr bereit? Wow, wie diese Tür auch aussieht. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Tun wir's. Zelda!
Da bist du ja. Du bist also derjenige, der meine Story so langweilig findet, dass er sie unbedingt verhindern möchte. Das hätte ich ja niemals für möglich gehalten, dass sie solch einen Aufruhr hervorbringen würde. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn du meine Anlage zerstört hast, wird meine Geschichte über alle Welten verstreut werden, ganz egal wie. Mir fällt da schon was ein. Ich bin sicher, du bist gespannt, wie sie lautet. Ich habe lange an ihr gearbeitet. Ihre Hauptfigur ist ein Junge namens Link. Mach dich bereit, ihren unfassbaren Titel zu hören. Link, die Fratzen des Bösen! Oh mein Gott, nein! Oh mein Gott, Marcel! Diese Geschichte, der Titel allein ist so schrecklich, ich kann nichts mehr machen! Du hast die Amulette und Achievements gesammelt, nur du kannst sie das doch aufhalten! Ich kann dir nicht mehr helfen! Tut mir leid! Geschichtenerzähler Gandalf! Oh oh! Oh oh! Wow! Oh mein Gott! Da ist er, Leute! Was? Das, die Geschichte, das müssen wir verändern, Leute! Ja, was willst du, Mann? Wow! Du hast doch keine Angst gegen Drachen, oder, Link? Wow, na, so doch nicht. Oh! Oh, yeah! Komm her, die! Wow. Kämpfe nicht gegen ihn, sondern füttere ihn! Was glaubst du für Müll? Was zum... Jetzt mach ich dich down! Wohl eher nicht. Zap, die! Wow! Tja, ist ja rein, das ging schnell. Was, aber das kann doch nicht wahr sein. Dabei habe ich mir schon so einen schönen Titel für die Fortsetzung überlegt. Zelda, der Zauberstab von Gamelon. Oh mein Gott. Allein bei dem Titel muss sogar ich schon kotzen. Ist es vorbei? Haben wir es echt geschafft? Ganondorf. Er war so ein unfassbar schlechter Geschichtenerzähler. Seine Geschichte hätte die Menschheit in den Wahnsinn getrieben. So wie manchen Let's Player. Gut, dass er besiegt ist. Was jetzt schon wieder? Die Bassanlage schon wieder? Oh oh. Weißt du. Marcel, hör gut zu, das ist Ganondorfs letzter Bass. Wir müssen schnell von dir weg, bevor die ganze Anlage zusammenstürzt. Okay. Was mit dem Achievement? Aua, dass ich keinen Schaden gekriegt habe. Leute, der Geschichte erzählt, habt ihr das? Alter. Wer hätte das nur erwartet, nicht wahr? Gut, dass wir es verändert haben. Wir haben keine Ahnung. Hätten wir die Achievements nicht gesammelt, dann wären wir jetzt sofort tot. Ne? Sogar Navi hat es kaum ausgehalten, nur den Titel zu hören. Oh, swoo. So, es ist noch nicht vorbei. Wir müssen noch fliehen. Alles klar, ich gehe einfach lang. So. Ist mal so lustig, dass man einfach nur auf Zelda warten muss. Zelda? Achso, den war gar nicht so. Zelda! Ups, sorry. Ich wollte gerade noch der Geschichte zuhören. Kannst du vergessen, Mann? So. Vor allem, er wollte noch einen zweiten Teil machen. Ist der doof? Kann er vergessen. So, okay, was los hier? Okay, alles klar. Leute, dann passt es ja echt ideal. Wenn wir hier runtergerannt sind und fertig sind, können wir perfekt den Part beenden und dann kommt wirklich das letzte Finale. Oh mein Gott. So, ich kann gut einfach ins Cool durchrennen hier. Einfach zack, so. Ich kann abkürzen, Zelda.
Bam, ist er einfach verschwunden? Einfach so zu? So, aber hier kommt ja leider noch gleich was Fieses, ne? Ihr wisst Bescheid. Ich hoffe, ich schaff das. Vielleicht nehme ich einfach Nairos Umarmung. Aha. So, oh mein Gott, das ist so übel, Mann. Noch 2 Minuten haben wir Zeit. So. Erstmal ganz kurz hin, ne? Ah, einfach so. Okay, was ist hier los? Los, Alter. Hä? Hä? Das ist der... Ey, wisst ihr, wir haben den Strom abgeschaltet und der Bass ist immer noch so intensiv. Ist so heftig. Okay, jetzt komm. Greif an. So. Und es ist so fies, dass die wieder aufstehen können. Das ist voll gemein, wenn man sich nicht beeilt. So, okay, und... Na? Komm, greif an. Hallo? Ey, mach hin. Oh, ich wollte schon sagen, dass der Kuppel sich wieder aufbaut. Oh, danke schön. Oh, Herzchen. Danke. Ach, Nairos Armarmung hat echt geholfen. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube aber halt... Gandorf, ey. Ja, mit dem Bigoron-Schwert und immer schon mit dem Sprungschlitzer hat der keine Chance. Hat der keine Chance gehabt. Aber ich glaube, seine Energiebälle, diese gelben, ich glaube, die killen mich immer noch. Mit einem Schlag. 3 Herzen weg. Aber wir werden es nie erfahren, weil ich einfach so gut bin. Oder lame. Je nachdem. So. Schnell, Alter, schnell! Oh Gott. Boah, hält genau jetzt meine... Wow, Alter, also kommt hier runter. Oh. Haha, bin gut im Ausweichen. Ach man, das ist so ein schönes Spiel. Irgendwie ist es echt schade, dass das jetzt an sich halt wieder vorbei ist, ne? Oh oh, der kann mich auch noch killen, glaube ich. Vor allem, warum schreit der zweimal wie eine Mumie? Egal. Ach Mensch, Leute, ey, dieses Finale war immer, ist immer so episch, dass man einfach wegrennt und rausrennt und... Oh Mann, ey. So. Tu dein Bestes, Zelda. So, wir haben es geschafft. Wir können noch ein bisschen warten, oder? Nein, lieber nicht. Boah, das waren die letzten Bass-Schockwellen. Habt ihr das gesehen? Es ist vorbei. Diese Anlage wird keinen Ton mehr von sich geben. Die Welt ist gerettet. Alles ist vorüber. Sehr schön. Wie kommen wir jetzt hier wieder runter? Oh, tut mir leid, Marcel, aber der Titel und... Mann, ey, Link, die Fratzen des Bösen. Das klang so scheußlich. Da musste ich einfach... Ich konnte nichts machen. Oh. Doch noch ein letzter Bass. Was ist hier los? Oh ja, Leute, es ist noch nicht vorbei. Der Geschichtenerzähler hat noch einen letzten Ass im Ärmel, ein letztes Ass im Ärmel. Aber das werden wir uns erst im nächsten Part wieder reinziehen. Ne, das passt jetzt ganz genau. Und dann ist halt im nächsten Part das große, große Finale, wobei wir halt jetzt ja noch Bonusparts offen lassen. Ich werde nach dem Finale nochmal ein bisschen halt den Boss-Run-Mode machen. Ne, so ein bisschen einfach, um zu gucken, ja, ist denn Master Quest halt auch anders? Kriegt man im Master Quest auch doppelten Schaden? Ich denke aber mal schon. Aber nur als kleinen Bonus. Warum nicht? Ist doch nett. Zählt ja was los. Was war das für ein Bass? Ja, keine Ahnung. Finden wir es beim nächsten Mal raus heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.